Schau ins Land Cup 2020 mit und im ersten Spiel stehen sich gegenüber Borussia Dortmund und der MSV Duisburg. Zu finden bei Schwarz-Gelb, Jadon Sancho rechts außen, Thorgan Hazard im Zentrum und links, wie gesagt, Dümann. Das ist aber jetzt Nico Schulz, der aufgerückte Linksverteidiger. Dümann links am Strafraum. Das Auge für Schulz. Der Schussversuch, der erste von Schwarz-Gelb in diesem Spiel. Sechste Minute. Jadon Sancho geht dann aber Nobby doch recht deutlich am Tor vorbei. Mats Hummels jetzt, schöner Ball. Links ist Platz. Da ist Gio Reyna, der nimmt den Ball schön mit, geht jetzt in die Mitte, geht an seinem Gegenspieler vorbei, ist im 16er, passt in die Mitte, aber da ist nur die 5, da ist Mirnes Pepic am Ball, aber wir setzen nach, Hazard, Lupfer, Reyna, und da ist das 1:0 in der 13. Minute. Wunderbar gespielt, klasse gemacht von Hazard, Lupfer auf Trainer, der war nicht im Abseits, wenn es Abseits war, es gibt keinen Videobeweis, also von daher, da sehen wir es nochmal. Lupfer, der nimmt den Ball schön mit und haut ihn in die Mann. Deshalb mag ich ihn so, weil er einfach, für ihn ist es keine Selbstverständlichkeit, dass er jetzt spielt. Und er gibt sich so gut. Bellingham auf Hazard, Thorgan Hazard, Thorgan, drin ist er, 14. Sehen wir den Pass in die Mitte, macht das richtig gut und lässt Leo Weinkauf überhaupt keine Chance. Schöner Ball auf links, den kriegt Nico Schulz, komm, leg ihn ab, zurück auf Jadon Sancho, der geht am ersten vorbei, schießt aufs Tor, aber da ist Leo Weinkauf, hat den Ball sicher. Ins Rampenlicht spielen können, wie Dümann jetzt, wie Emmanuel Ferrei gleich. Ball ist noch heiß. Der Ball ist immer noch. Jetzt ist er nicht mehr heiß. Jetzt ist er drin. Es steht 3:0 für den BVB. Fahne geht nicht hoch. Jadon Sancho. Ich habe 26. und eigentlich schien das für die Duisburger geklärt. Jadon Sancho, Tor Nummer 2. Oh, Marvin Hitz mit dem Fehler und der Anschlusstreffer. Ahmed Engin. Ein großer Lapsus von Marvin Hitz. Wow, klasse gemacht von Reyna. Der 17-Jährige verdrängt den, weiß ich nicht, wie alt, 27-Jährigen. Jetzt durch die Mitte. Gio Reyna. Gio, Gio und vorbei. Schön gemacht von Gio Reyna. Zwei vorbei, dann mit dem linken Fuß, mit dem vermeintlich schwächeren Fuß. Auf die linke Seite, Köpfe schnell ausgeführt jetzt. Nico Schulz bringt den Ball in die Mitte. Oh, das macht Bellingham gut, dreht sich schnell, aber der Ball geht über das Tor. Ja, da freuen wir uns sehr drüber. Und Marco Reus ist zurück im Training. Oh, klasse gemacht von Knauf, aber ganz stark gemacht. Zum 4:1 in der 49. Minute. Glückwunsch, Ansgar Knauf. Richtig gut. So, jetzt muss es schnell gehen. Über die linke Seite spielt er sehr schön auf Thorgan Hazard. Der ist im 16-Meter-Raum. Hazard, Hazard. Nochmal auf Morey. Schade. Schade, schade, schade. Sehr schön gespielt von Matteo Morey. Ich hätte ihm auch noch ein Tor gegönnt, aber so ist es nun mal. Jetzt ist da Manuel Akanji als Freistoßschütze. Wirklich? Boah! Und da ist das 5:1. Also ein Traumfreistoß von Manuel Akanji, das muss man sagen. Und Jude Bellingham
wenn ich das richtig gesehen habe. Nee. Wer ist? Knauf. Wieder Ansgar Knauf? Doch, Knauf. Knauf, zwei Treffer. Wow. Und das war's. Im ersten Spiel gewinnt der BVB gegen den MSV Duisburg mit 5:1 Tor.